In den Missbrauchsfällen von Kindern auf einem Campingplatz in Lüchte müssen sich seit Mittwoch drei Männer vor Gericht verantworten. Alle Anklageschriften zusammengenommen stehen 450 Taten zur Verhandlung. Hauptangeklagter ist der 56-jährige Dauercamper Andreas V. Ihm werden in insgesamt 293 Fällen sexueller Missbrauch von Kindern und die Herstellung von Kinderpornografie vorgeworfen. Peter Wüller vertritt einen 5-jährigen Jungen und ein 6-jähriges Mädchen in dem Fall. Seine Sorge ist derzeit vor allem, dass die Kinder unter Umständen im Laufe des Verfahrens noch einmal aussagen müssen. Wir haben so viel Leid erfahren müssen über Jahre hinweg. Ich spreche von Taten, die sprengen jede Vorstellungskraft. 4-jährige, 5-jährige Kinder, die auf jede erdenkliche Art und Weise schwer sexuell missbraucht worden sind. Schwer heißt nach dem Gesetzeswortlaut mit dem Eindringen in den Körper verbunden. Wenn diese Kinder hier nochmal aussagen müssen, dann ist das der Worst Case. Das ist das Allerschlimmste, was wir denen zumuten können. Laut Staatsanwaltschaft sind die Taten auf dem Campingplatz Eichwald, in Lüchte-Elbringsen und in Steinheim begangen worden. Insgesamt wurden 17 Kinder, 8 Mädchen und 9 Jungen, Opfer der Taten. Dem 49 Jahre alten Heiko V. und dem 34-jährigen Mario S. wird Missbrauch von Kindern, Beihilfe zum Missbrauch sowie Besitz und Herstellung von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Verteidiger Jürgen Bogner geht derzeit davon aus, dass sein Mandant Mario S. aussagen wird. Aus nachvollziehbaren Gründen. Man kann jetzt nur noch gewinnen durch ein Geständnis und durch ein Nichtgeständnis würde man eigentlich, denke ich mal, nur verlieren können. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hatte Mitte Juni erklärt, sie wolle mehr Personal im Kampf gegen Kinderpornografie einsetzen. Offenbar waren die Ermittlungsbehörden früheren Hinweisen im Fall Lüchte nicht konsequent nachgegangen. Es hatte zudem Ermittlungspannen gegeben. Beispielsweise seien Datenträger verschwunden.